Hallo. Hi. Weg da. So, Sam ist dort. Ja, schießt uns. Da, wo ist das Hex von mir? Hey, ty, Flechkov, víš, že tady sedět nesmíš? No tak, vypadni v odsaď. Cože? Tahle lavička je pro Natura. Jenom pro Natura. Dejte mi pokud. Voll mies, man will einfach weggeschissen. Angeschissen wegschicken. Wegscheißen. Wegschissen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wir sind mehr als nur ein Paar. Also, ist auf der anderen Seite. Oh. Da komme ich, glaube ich, auch so mal hin. Das kommt auch eine Nebenmission, die ich verkackt habe. Die ich anders hätte angehen müssen. Ach, mal. Muss nicht hier mal das Hacken sein? Da. Was haben wir denn hier? Sam ist da. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Mist, ich bin zu langsam. Ja. Okay, ach hier wieder nur auf einen Weg konzentrieren, der andere ist an sich egal. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Da. Zugriff gewährt. Post. Okay, bin nervös wegen der nächsten Ausgabe. Ich habe ihm gesagt, wir sollen die Mondpuzzle-Story machen. 8K 67. Und mach mit bei Samizdat. Okay. Jetzt das ist wichtig. Warum bist du online? Der Kanzler war vor 5 Minuten und du bist nicht mal in Davni. Ich will deine Story über Praha Dobos als Aufmacher. Praha Dobos. Oder hat sich verschrieben. Hat sich einmal verschrieben. Jetzt bin ich immer zu spät. Wir wechseln nicht Anti-Establishment mit Anti-Pünktlichkeit. Sag mir, es erzählt für den Examen auf deine Enthüllungen über Praha Dobos. So, ich denke, da sollten wir das persönliche versprechen. Wo bist du? Selber Ort wie vorgestern und gestern. Der Untergrund im Davni-Viertel. Nimm den Gule Musikgeschäft oder die alte Kirche. Der Zugangscode für das versteckte Büro lautet 5431. Dankeschön. Da. Cheng, ich habe was über unseren geheimen Verehrer. Sagt Ihnen eine Gruppe namens Samizdat etwas? Diese Verschwörungsspinner? Sehr schlecht fürs Geschäft. Wie viel wissen Sie? Weiß ich nicht, aber ich habe eine exakte Position. Finden Sie möglichst viel raus. Was Sie wissen, was Sie wollen. Wenn Sie die Tarnung der Taskforce auffliegen lassen, fliegt bald die gesamte Taskforce in die Luft. Keine Sorge, Shane. Ich will nicht, dass alles über uns einstürzt. So, jetzt müsste ich eigentlich... Genau. Oh. Alle machen das. Kann zu Fuß gehen. Das ist richtig, richtig blöd. Das einzige Viertel, das ich nicht zu Fuß erreiche, ist das Viertel, in dem Jensen lebt. Also immer wenn ich dort was zu tun habe, muss ich einen Zug nehmen. Alles andere erreiche ich zu Fuß. Hm. Das ist die alte Limp-Klinik. Wollen Sie eine kleine Kostprobe? Ja. Hier. Die ganze Polizei ist korrupt. Wenn Sie mehr davon wollen, kommen Sie heute Nacht ins Rotlichtviertel. Wow. Okay, ich bin beeindruckt.
Hätte ich jetzt nicht ge- Ich habe jetzt nicht erwartet, sowas in einem Spiel zu hören. Wow! Jeez. Sind wir die immer noch nicht los? Noch nie Menschen fliegen gesehen? Etwas hier will ich kurz zeigen. Ja, das ist genau das eine Meme. Wir haben. Der 6 ist bekannt für sowas. Achtung, Füße. Alter, was mache ich da überhaupt? Ich hab doch. Gott, ich dachte, ich wäre tot. Aber ja, ich habe ja Icarus, Landesystem. Ich kann nichts mehr passieren. Nie wieder Leitern klettern. So, jetzt muss ich nur. Richtig. Ich sage dir, gehen. Das Flüstern in den Wänden. So. Dann. Das müsste eigentlich da hinten sein. Genau. Da. Man kann auch außenrum gehen, so wie ich es mal gemacht habe, aber hier ist man eigentlich immer. Ja. Wie gesagt, ich habe den Code ja bekommen. 5, 4, 3, 1. Das sind ja die. Ich dachte, die ficken mich an, wenn die mich sehen, aber ich kann mit denen reden. Neues aus Dubai und zum Abschluss Lokales. Nicht schießen! Wir sind Scheiße. Journalisten! Wer hat bloß diesen Agenten eingeladen? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Warum sind Sie hier? Geht es um die Dubai-Story? Den Artikel über die Mondbasis? Die Klone? Die Klone in der Mondbasis? Wer schickt sie? Ich will zu Sami Stad. Sind Sie der Chef? Das kann man so nicht sagen, Mann. Niemand besitzt oder diktiert die Wahrheit. Informationsfreiheit ist ein kollektives Recht und eine kollektive Verantwortung. Aber wenn Sie jemandem die Nase brechen müssen, nehmen Sie meine. So, lieber, friedlich. Hier gar nichts. Ich brauche nur Ihre Kooperation. Ich habe lange in einer Kommune gelebt. Kooperation kann ich. Gut, es geht um eine Geschichte, die Sie gerade recherchieren. Sie macht einige Leute nervös. Was wissen Sie über Praha Dovas? Die kleine Importfirma? Ich weiß, dass da im Keller nicht bloß Kisten stehen. Agenten gehen ein und aus. Der Laden ist ein Vorhang. Der erste von vielen. Und hinter allen sitzen Sie. Stimmt's oder habe ich recht? Das ist eine Sackgasse. Ja. Leute wie Sie kommen immer wegen einer Sackgasse zu uns. Gut. Nehmen wir an, dass dort schon andere Leute aktiv sind. Wenn Sie jetzt zu viel Lärm veranstalten, könnten dadurch größere Enthüllungen zunichte gemacht werden. Verstehen Sie das? Sind wir jetzt etwa Kollegen? Ihr Men in Black-Typen? Ihr geht rein zu Peikes, verpasst der Redaktion Maulkorb und alle kuschen. Aber hier läuft das nicht. Eines Tages lässt sie jemand hochgehen. Wenn nicht ich, dann jemand anders. Sami Stad ist nicht nur eine Stimme. K ist nicht nur ein Mann. Also ich kann nicht das... Nee, K habt ihr noch nie gesehen. K ist nicht nur ein Mann gemeint. K ist ein Ideal. Der nicht greifbare Kopf eines realen Widerstands. Sie können mich töten, aber dann wird Little Car zu Car. Wenn Sie Little Car töten, wird Bones da drüben Car. Es gibt immer einen Car. Und wenn ich Bones töte? Bones kann man nicht töten. Er ist nicht real. Er war einer von Ihnen und sollte der Prinz von Belgien werden. Aber dann knackte er seine Konditionierung. Wir haben ihn völlig verwirrt bei einem Kult gefunden und mit der Wahrheit umprogrammiert. Ist klar. Angenommen, ich muss einen Deal mit Sami Stad machen. Mit wem muss ich dann reden? Kommt auf den Deal an. Es wird immer einen Redakteur geben, der über die veröffentlichten Inhalte entscheidet. Das wäre dann ich. Sie könnten also dafür sorgen, dass über etwas nicht geredet wird. Kommt auf den Deal an. Hm.
Sie müssen Praha Dovos in Ruhe lassen, aber nicht aus den Gründen, die Sie vermuten. Ich verstehe schon, auch wenn Sie das nicht glauben. Sie müssen Ihre Bosse von der Rüstungsindustrie beruhigen. Wir kennen das. Ich bin nicht das, was Sie glauben. Diese Leute, die die Medien manipulieren und Dinge vertuschen, die sind auch für mich der Feind. Der Feind ist immer derjenige, der die Wahrheit versteckt. Und genau das verlangen Sie von mir. So zu tun, als hätte diese kleine Importfirma nichts zu verbergen. Ich verlange, dass Sie den Unterschied zwischen Verschwörung und Diskretion erkennen. Zwischen Leuten, die Informationen für eigene Zwecke zurückhalten und Leuten, die unerkannt bleiben müssen, um operieren zu können. Sie sollten das verstehen. Okay. Okay, Sie machen einen ganz vernünftigen Eindruck und haben mir noch keine verpasst. Das finde ich erfrischend. Wir werden Praha Dovos vergessen und Ihnen aus dem Weg gehen. Solange Sie uns etwas Besseres liefern. Was schlagen Sie vor? Das Einzige, was ich mehr hasse als Geheimorganisationen, sind zahnlose Medienkonzerne, die niemanden zur Verantwortung ziehen und nur Lügen verbreiten. Mein Vorschlag lautet, es gibt Läden, in die meine Leute nicht reinkommen. Also machen Sie das und holen mir schmutzige Wäsche über den wahren Feind, Pikes. Dann schweige ich über alles, was Sie wollen. Und vielleicht erfahren Sie dabei sogar was. Sie vergessen für den Moment alles, was Sie über Praha Dovos wissen. Nur so können Sie Ihre Ideale schützen. Klar, denn durch das Verbergen von Informationen informiert man die Leute ja bekanntlich am besten. Halten Sie mich für so dumm? Schlagen Sie mal das Wort Transparenz nach. Die Leute haben ein Recht auf Informationen, was es auch kostet. Manisch paranoid idealistisch. Die Hingabe der Person zu weit ist obsessiv. Sie hat einen scharfen Verstand, neigt aber zu fragwürdigen oder sogar abstrusen Gedankengängen. Angst und extremes Misstrauen gegenüber Autorität sind wahrscheinlich wohl begründet, allerdings durch das Leben im Untergrund noch weiter verschärft worden. Wo haben wir den Versachlichen? Okay, aber es gibt einen Unterschied zwischen Spekulationen und Fakten. Ich wette, dass Sie im Moment nichts Handfestes haben. Sie wissen nicht, wer ich bin, welche Rolle ich spiele und was wirklich vor sich geht. Warten Sie auf Fakten, bevor Sie falsche Informationen streuen. Bevor Ihretwegen Menschen sterben. Okay, vielleicht habe ich nicht alle Fakten, aber ich weiß, dass dort etwas vor sich geht. Sonst wären Sie nicht hier. Und darum muss man immer weiter graben. Die echte Wahrheit ist ein verdammt seltener Vogel, Mann. Und wenn du zu langsam oder zu vorsichtig bist, fliegt sie weg. Wenn die Wahrheit sich zeigt, schlage ich sofort zu. So hart wie möglich. Box, habe ich wieder nicht aufgepasst. Wollte ich wieder versachlichen. Um jeden Preis. Wirklich? Sie wollen doch besser sein als Pikes. Und was macht Pikes? Sie verängstigen die Menschen. Sie sehen nur die Sensation. Sie manipulieren. Also müssen Sie objektiv sein. Sie müssen die Wahrheit berichten. Und wenn Sie Praha Dovos jetzt anprangern, ist das gefährlich für mich und nutzlos für die Öffentlichkeit. Warten Sie den richtigen Zeitpunkt ab. Okay, schon klar. Ich will investigativen Journalismus nicht im Weg stehen. Manchmal ist man zu schnell und die Story fliegt weg, bevor man sie gesehen hat. So arbeiten wir hier nicht. Lassen Sie hochgehen, was immer Sie wollen. Und wir lassen Praha Dovos in Ruhe. Erstmal. Sie treffen die richtige Entscheidung. Wieder per Berater. Das werden wir sehen. Wir könnten Ihre Hilfe trotzdem gut gebrauchen. Hier unten hat journalistische Integrität noch immer eine Bedeutung. Und deshalb sollten Sie uns helfen. Sie sind unsere beste Chance, den Massenmedien mal richtig weh zu tun. Nehme ich gerne an. Also gut, was wollen Sie über Pikes wissen? Ich will Leichen. Für die Unternehmen wie Pikes extra nach Prag kommen, um sie dort im Keller abzulegen. Unternehmensarchiv. Unternehmensarchiv? Sie sagen, ich soll in eine Bank einbrechen? Ich rede nicht von Tresoren. Ashani Telva, Präsidentin der Palisade Bank. Sie setzt ihre Kunden mit Informationen unter Druck. Sie hat auch etwas über Pikes. Ich weiß das, komm aber nicht dran. Sie könnten in Ihrem Büro einen Beweis dafür suchen, wie skrupellos Pikes ist. Und dass Sie auf die Wahrheit scheißen. Im Gegenzug verlege ich jede Akte, die Sie wollen. Wir werden sehen. Shank, sind Sie da? Was haben Sie für mich?
Sammy Stadt ist vom Tisch. Niemand wird in nächster Zeit irgendwas über uns lesen. Ich bestell die Spedition ab. Wie haben Sie es gemacht? Wir haben diskutiert. Und Sie werden uns keinen Ärger mehr machen. Diskutiert? Mit den Verschwörungsspinnern? Ich weiß, was ich tue. Damn, Jensen. You smooth motherfucker. Ich hab dir beim ersten Mal einfach K.O. geschlagen. Aber dummerweise haben die eben noch was für mich mit Pikes. Ich bin überrascht, dass eine alte Frau da mitmacht. Ja. Because I care. Das ist das letzte Mal. Warte mal, was hab ich denn hier jetzt? Im Büro der Präsidentin nach blassen Akten suchen. Das heißt, ich müsste in die Bank eindringen. Why the fuck not? Das habe ich noch, by the way, noch nie gemacht. Das werden. Machen wir es doch jetzt mal. Kann ich mich hier festhalten? Wenn ich so. So, die Bank, bis eigentlich. Ja, hier ist ja die Bank. Oh ne. Der Bahnhof. Wer hört diesem Abschaum denn zu? Ich mag die Nähe zwischen Kaschkan und Kaschkan. So, die Palisade Bank. Der Ashni Tower wurde erwähnt, das kommt im DLC vor. Das ist ja die Frau von diesem Blade-Gründer. Sie kontrolliert diese Bank. Ja, seit 2017. Dieses Gebäude hier wurde allerdings 2024 fertiggestellt und dient seitdem als Hauptsitz. Noch nie hat ein Datenextraktor die La. Lassen Sie mich bitte dieses Gespräch beenden, Sir. Absolut sicher. Okay. Ich muss hier durch, ey. Ich muss nach oben. Ich will, dass das Problem sofort gelöst wird. Ich warte am besten, bis der hier fertig ist. Wie die meisten Sicherheitsunternehmen vor dem Zwischen. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis, da kommt man sauschwer ungesehen durch. Und hier kann ich wirklich einen Alarm auslösen, hier muss ich aufpassen. Ja, gute Idee. Vielen Dank. War mir ein Vergnügen, ja. Sir. So, jetzt bin ich da. Hallo, Sir. Willkommen in der Palisade Bank. Wie kann ich helfen? Ich weiß nicht. Ich war noch nie in einer Property Bank. Ah, ich verstehe. Nun, wir sind das beste und sicherste Unternehmensarchiv der Welt. Wir bieten ultrasichere Firmentresore sowie Geschäftsleitungstresore für kleinere Konten. Exklusivität, Anonymität und Sicherheit sind unsere Eckpfeiler und unser Hauptverkaufsargument. Natürlich ist Sicherheit ein wichtiger Punkt für Ihre Klienten. Oh ja, alles bei der Palisade Bank ist Stand der Technik. Die Sicherheitsanlagen werden regelmäßig überprüft und Tarvos ist ein tadelloses privates Sicherheitsunternehmen. Noch etwas. Unternehmensarchiv, da wollte ich ja hin, oder? So, das ist also eine Datenoase. Wir nennen es zwar anders, aber ja. Wir archivieren sensibles Material für einige der mächtigsten Unternehmen und Individuen der Welt. Industriespionage gibt es hier nicht. Oder Regierungsvorladungen. Unsere internationalen Kunden teilen nicht immer den Standpunkt ihrer jeweiligen Regierungen, wenn es um Firmenrechte geht. Sie nutzen also die wirtschaftsfreundliche Gesetzgebung dieses Landes? Zyniker könnten das so sehen. Wir sagen, unsere Kunden sollten sich nicht mit engstirniger, antikapitalistischer Bürokratie herumschlagen müssen,
wenn es sich vermeiden lässt. Sind Ihre Geschäftsleitungstresore für jeden erhältlich? Unsere Klientel ist natürlich exklusiv und der Bewerbungsprozess ist streng. Dennoch sind bei uns derzeit fast alle Tresore belegt. Die Liste Ihrer Klienten ist bestimmt beeindruckend. Und ob. Die meisten sind Führungskräfte unserer Firmenkunden. Aber es wurden auch ausgewählte Einzelpersonen zugelassen. Mit denselben hohen Sicherheitsstandards, hoffe ich. Oh, aber natürlich. Und der Zugang zu den Geschäftsleitungstresoren ist streng geregelt. Kunden brauchen dafür ihre personalisierte Codekarte. Das ist alles. Klingt ganz einfach. Naja, es betrifft noch mehr. Die Codekarte schaltet auch alle automatischen Sicherheitsmaßnahmen im Inneren des Tresors ab. Laser, Wachbots und so weiter. Alles Hightech. Ich würde gern den Kundenbetreuer sprechen. Tut mir leid, Mr. Romanek ist derzeit nicht abkömmlich. Ernst. Danke für die Auskunft. Der Kundenbetreuer ist nicht verfügbar. Also muss ich ohne seine Hilfe da rein. Scheiße. Wie mache ich das jetzt? Scheiße, ich komme nicht an dem vorbei. Tut mir leid, Buddy. Oh shit, 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 shit. Komm her. So. Damit die Cam nicht sehen kann. Oh Mann, ich mag das nicht. Das mit den Cams habe ich immer so. Okay. Lass mich kurz auf der Karte sehen, wie weit ihr Büro. Oh ja, ihr Büro ist ja richtig weit weg, stimmt ja. Ja, ich weiß, wo scheiß Büro steckt. Mach das. Andermal. Weil, ich muss eh noch in die Bank. Später im Spiel. Und da kann ich das gleich kombinieren. So. Kommt nicht zu unnötigen Problemen. Ich jetzt lieber der Hauptstory noch. Weil Samistad kann eigentlich warten. Gehe ich jetzt lieber zum Ort des Anschlags und mach dort. So. Ja, Sir. Nebenmission, nein. Aha. Der Bahnhof müsste in der Nähe sein. Nirgendwo hier? Ne?
Das ist eine geile Werbung. Das war doch irgendwo hier. Oder war der Bahnhof hier? Hallo? Ah ja, genau hier. Hier ist der Bahnhof. Da haben die Bullen keine Panik okay, davon. Miller, ich bin in der U-Bahn. Perfektes Timing. Cheng sagt, ihre Privatkutsche kommt an, sobald sie auf der Karte den Rosica-Bahnhof aufrufen. Cheng, Sie haben ihn die Prager Verkehrsbetriebe hacken lassen, damit ich nach Rosica komme? Plan A hat nicht funktioniert. Rosica. Einfach alleine.